Wir kommen heute zu einer weiteren Reise durch die Clicker Idle und Incremental Games. Pickkräfter ist jetzt an der Reihe. Und gut, als erstes gibt es erstmal meine nächste 14-Tages-Chest. Nicht mehr lange. Dann gibt es wieder eine Gold- und sogar so eine Diamant-Chest. Also, wenn ich die nächsten 2 Tage weiterhin online gehe, was ich im Moment noch ganz regelmäßig mache. Und ja, es gibt einiges zu erzählen. Es ist einiges dazugekommen. Aber starten wir erstmal mit der Kiste, also ein Fragment des Frostes ist zumindest dabei und immerhin 2 weitere Artefakte, die ich dann halt auflösen kann gegen Staub und noch weitere Upgrades für Fähigkeiten. Und ihr seht schon, hier ist eine schöne große Zahl, 543 Milliarden Picks habe ich eingesammelt, also während ich nicht da war. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil es gibt Bosse zu killen und diese Bosse, die dort gekillt werden sollen, die können nämlich dann ziemlich gut gefarmt werden. Aber komme ich gleich zu. Machen wir erstmal die restlichen Kisten auf, weil auch hier, hier sieht man schon eines der Probleme, auch die kostenlosen Kisten garantieren nicht, dass man eins von diesen Fragmenten bekommt. Das heißt, entsprechend lange zieht sich das. Hier habe ich jetzt noch eine Silberchest zu öffnen. Und auch in der Pech kein einziges Fragment drin. Okay. Lässt sich verkräften. Ich bin ja im Moment schon einiges von Pickkräfte gewöhnt. Von daher weiß ich, was mich dort erwartet. Also ich schalte jetzt hier erstmal die Eisentruhe als nächstes frei. Okay, bis zur nächsten Truhe ist es auch noch ein ganzes Stück hin. Gut, lösen wir erstmal die Artefakte auf. So, also die niedrigen. Achso, nein, natürlich nicht. Sondern hier die niedrigen wegschmeißen, beziehungsweise eigentlich recyceln, damit ich eben noch weitere von diesen Staubdingern bekomme. Und ich brauche jetzt 176, um Nummer 15, also beziehungsweise Nummer 16 zu bekommen. Und das Ganze, also normalerweise würde ich ja hergehen und die hier machen, aber das ist wieder der Sinn und Unsinn von Errungenschaften, dass ich halt natürlich diese Errungenschaft mit Stufe 25 auf jeden Fall bekommen will. Das heißt, ein Artefakt auf Stufe 25 zu bringen oder mehr, macht das halt an der Stelle notwendig. Gut, was ich auch mit euch heute noch testen werde, die Artefaktpositionen tatsächlich, ich werde noch eine hinzufügen. Und zwar, ihr seht, im Moment haben sich da einige Sachen angesammelt und ich werde es nicht nutzen, um damit Äxte freizuschalten. Oh, ihr seht schon, eine Truhe wurde mir gebracht. Das heißt, ich muss die dann nicht selber machen. Dann fehlt jetzt eigentlich nur noch dieses Flatter-Ding. Und mal gucken, ob dieser Flatterich dann irgendwie eine vernünftige Kiste mitbekommt oder mitbringt. Mal sehen, wie lange der braucht, bis er auftaucht. Ja, da kommt er schon. Also machen wir erstmal den Flatterich. Und mal sehen, ob ich natürlich so eine diamantene Kiste, so eine breite Diamantkiste, wäre natürlich genial, aber natürlich gibt es eher Schrott. Gut, dann ist das auch erledigt. Also Prestige mache ich im Moment nicht, weil es mir jetzt keinen größeren Vorteil bringt, das, ja, die PPS noch größer anzuheben und wieder den nächsten Durchlauf zu machen. Das ist insoweit im Moment okay, weil es gibt eher im Moment andere zu erreichen. Ihr seht, ich habe hier im Moment schon 15 Fertigkeitspunkte verfügbar. Ich habe aber allerdings alles auf Max. Das erste war ja schon 7-mal transzendiert, das anderen sind jetzt beide einmal 3 und einmal 2-mal transzendiert. Und deswegen ist hier alles auf Maximum. Das heißt, ich kann momentan noch keine neuen ausgeben. Das werde ich aber machen, sobald ich wieder transzendiert habe und mir hier letztlich die nächste Transzendenz kaufen kann. Weil wo ich im Moment, beziehungsweise, also das Ziel, wo ich im Moment versuche weiter zu maximieren, ist hier einmal die Chance, dass die Truhen ohne Wartezeit geöffnet werden können. Weil schließlich können die hier ja relativ schnell gefarmt werden. Inzwischen brauche ich nur noch 600. Also auch da habe ich einige Updates reingebracht. Das war, glaube ich, hier. Das heißt, minus 400 sind es inzwischen. Keine Ahnung, wie tief das runtergeht. Vielleicht braucht man nachher bloß noch 50 oder sowas, um eine so eine Truhe zu bekommen. Dann wäre es natürlich geschickt, wenn die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sofort öffnen. Ich denke, ich habe bisher 2 oder 3 Kisten, bei denen ich mich erinnern kann, dass sie tatsächlich sofort aufgegangen sind. Das ist dann immer lustig, weil wenn ich hier sage, okay, freischalten, das ist so ein halber Atemzug, dauert es, bevor der Timer losgeht. Und das ist so immer der Moment, wo ich denke, okay, geht's jetzt los? Gibt es jetzt eine
sofortige Öffnung, aber nein, dann kommt der Timer, dann gibt es halt keine sofortige Öffnung. So, wo ich dann mit euch gerade nochmal nachschaue, ich habe mir vorhin gerade noch die AMP-Codes wieder, die aktuell verfügbar sind, zusammengestellt und werde jetzt mal wieder, also bis Februar jetzt, also von Februar, alle, die im Februar jetzt gepostet wurden auf diesem AMP-Account von Twitter oder bei Twitter, mal gucken, was davon noch verfügbar ist oder was ich schon eingelöst habe und ob irgendetwas Sinnvolles tatsächlich in der Hinsicht dabei ist. Ja, dass es mir mehr als so ein paar Dinge gibt, die ich überall abbauen kann. Also AMP-Code und wieder eine kleine Kiste und naja, immerhin mit einem Artefakt. So, eine Fab-Chest habe ich hier schon, weil ich bin mir nicht mehr ganz sicher, bis wie weit ich tatsächlich zurückgegangen bin. Gut, da gibt es noch ein Artefakt. So, dann mal gucken, das Valentins-Event. Ich habe ja die letzte Folge vor Valentin gemacht. Eine Diamantkiste, aber eine kleine. Ja, das seht ihr, da lohnen sich die Sachen. Also mehrere, also zwei große Artefakte, drei Eisenfragmente. Das ist ordentlich. Das andere ist jetzt Klimbim. Das ist natürlich nicht sehr wichtig, aber natürlich auch ein Haufen Updates für Fähigkeiten. Da kommen wir gleich noch dazu. Also das war die, da solltet ihr schnell sein, dass ihr den Code einlöst, bevor er abläuft, dass ihr das Valentin-Zeug noch bekommt. Mal gucken, was da kommt. Okay, also die habe ich bereits verwendet. Das heißt, bis dahin bin ich dann da zurückgegangen gewesen. Nochmal nachschauen. Ja, die sind bereits erledigt. So, dann werde ich mal meinen letzten Code aufheben, damit ich beim nächsten Mal schneller weiß, bis wie weit ich zurückgehen muss. Also ein bis zweimal im Monat reicht es da ganz gut, die Codes zu aktivieren. Und jetzt geht es noch weiter mit den Artefakten. Also die Runics, die hier zusammengekommen sind, kommen daher, dass beim letzten Update oder mit dem letzten Update, wo die Bosse hinzugekommen sind, um die wir uns gleich kümmern werden, da sind letztlich für jedes, genau hier, also jedes von diesen Icons ist dann hier rechts aufgetaucht und man konnte da einmal auf die Seite klicken oder beziehungsweise auf das Icon klicken. Und allein das Klicken auf das Icon, unabhängig, ob man da jetzt tatsächlich Follower wird oder sonst irgendwas anstellt, hat dafür gesorgt, dass ich jeweils 50 Runics gut geschrieben bekommen habe. Also deswegen, also 250 Runics sind einfach durch Anklicken von diesen vier Links letztlich zustande gekommen. Und das ist insoweit erstaunlich, weil das bedeutet, dass man jeden Klick mit einem $1,50 sozusagen entlohnt bekommen hat. Also wenn man das zumindest hier als Wert gegenrechnet. Was hier noch dazugekommen ist, ist ein Mitgliedschaftsding, also noch ein anderes Teil. Keine Ahnung, für mich ist das nichts. Ich spiele Free-to-Play tatsächlich deswegen, weil ich es Free-to-Play spielen will in aller Regel. Aber was ich jetzt mit euch machen werde, da ich weder hier im Shop, also weder das hier als sinnvoll erachte, hierfür was abzugeben, weil das bloß einmal eine ziemliche... also ziemlich niedrigen Effekt hat, das zu machen. Und bei den Spitzhacken zum einen weiterhin das Problem habe, dass ich selbst meine Lieblingsspitzhacke, wie ihr seht, die gerade aktuell ist, nicht mal auf das aktuelle Niveau von, ich glaube, 32 war das jetzt. Also hier drüben ist jetzt meine, also beziehungsweise 31, also bis zu dem Level müsste ich sie hochbekommen. Das heißt, das wären 150 für Level 23, bis Level 33 wären es 300. Also es würde sogar noch knapp reichen. Aber da ist nämlich die Sache, ich habe eine neue Lösung gefunden oder beziehungsweise eine andere Lösung. Gut, dann machen wir erstmal den Boss. Und nach dem Boss zeige ich euch dann, wie ich nämlich meine Spitzhacke aktiviert bekomme. Und den Boss mache ich deswegen zuerst. Also das ist Meatloaf, der einer von fünf verschiedenen Bossen. Und alle haben einen unterschiedlichen Spielverlauf. Das heißt, der ist einfach nur anzuklicken. Und ihr könnt auch darauf achten, ab und zu verraten die Bosse einen Code. Allerdings, wenn dann immer den gleichen von ihren
Also jedes Bossmonster scheint sowas zu haben und den könnt ihr dann einmal einlösen. Halt eben nur einmal. So, also hier habe ich jetzt nur einen Fleischklops, kein weiteres Fragment aus der Kiste. So, aber neben der Trophäe, von der ich nicht weiß, ob die am Ende irgendwas bringt. Das Problem ist auch, dass diese Trophäen bisher nirgendwo einsehbar sind. Also ich habe keine Übersicht, wie oder wo ich irgendwie erkennen kann, aha, soweit bin ich bei den Trophäen, soweit geht's noch, weil in Steam sind die Errungenschaften nicht abgebildet und hiermit kann ich ja nur die Steam-Seite aufrufen. Deswegen keine Ahnung, wo ich sehen kann, wie weit ich tatsächlich insgesamt bin. Was ich allerdings machen kann, ist so, also hier kann ich gleich schon mal das Fragment des Frostes herstellen. Das werde ich gleich mal anstoßen, weil die Dinger dauern saumäßig lange. Das heißt, ein so ein Ding herzustellen dauert eine Stunde. Deswegen bin ich im Moment auch noch nicht auf wirklich das Farmen von Bossen eingestiegen, weil es bringt mir nichts, die Bosse zu farmen, wenn ich ja eh eine Stunde brauche, um dann ein so ein Ding herzustellen. Deswegen mache ich das. Im Moment bin ich noch am Überlegen, das zumindest so weit zu machen, dass ich am laufenden Band eins von diesen Fragmenten bzw. eins von diesen Dingern dann herstellen kann. Genau, da muss ich wieder hier rüber wechseln, weil diese verschiedenen mystischen Elemente eben 23 von diesen Kuben brauchen. Und hier seht ihr auch die neuen Sachen für die Monster. Also die Hexe, der Fleischklops, den haben wir gerade besiegt. Dann den Schlammwerfer, den Maulwurf und der Gorks, also das Jojo. Die sind ein bisschen random, wechseln sich halt ab. Und als nächstes haben wir jetzt den Gorgo. So, jetzt ist aber das Schöne. Hier kann ich erstmal meine nächsten 25 Picks kaufen. Und während das ja relativ lange gedauert hat, beziehungsweise eben die 12 Stunden sind eben 123 Milliarden wert, umgekehrt sind die 3 Stunden hier entsprechend ein Viertel, 30 Milliarden, 30,6 Milliarden wert und kann die hier schon mal auffüllen. So, weil die 30 Milliarden sind für mich ein Klacks. Selbst die 123 Milliarden habe ich mir überlegt, ob ich da anfange zu farmen. Weil für mich ist es so, wenn ich jetzt gleich die Spitzhacke aktiviert habe, werdet ihr sehen, dass ich mit einem Durchlauf etwa, vor allem jetzt auch noch mit dem Bonus, also ein so ein Boss bringt einen 25% für eine halbe Stunde PPS-Bonus, dass ich mit einem Spitzhackenfähigkeit in der Lage bin, 123 Milliarden Picks zu farmen. Überhaupt kein Problem. Allerdings ist es jetzt natürlich weniger sinnvoll, wenn ich in der gleichen Zeit die Bosse machen kann, mit so einem Durchlauf. Dann mache ich doch lieber Bosse, als wenn ich dort mir die Kisten da oben antue. Vor allem ist bei den Bosskisten auch deutlich mehr drin, auch wenn es natürlich weiterhin nicht garantiert ist, solche Fragmente zu finden, als hier. Also ihr habt ja gesehen, wie viele Items vorhin bei den Bosskisten rausgekommen sind und ihr werdet gleich noch ein paar mehr sehen, weil ich will alle Bosse mit euch einmal kurz durchspielen, dass ihr zumindest einmal jede Spielmechanik gesehen habt. Aber zunächst gilt es hier noch ein paar Sachen aufzurüsten, beziehungsweise zu verbessern, weil ich ja jetzt genug Items bekommen habe. Ne, ich will die gar nicht ausrüsten. Vergiss es. Ich will die nur verbessern. So, und das waren die beiden. Ausrufezeichen ist weg. Und ja, der hier ist jetzt natürlich noch an. Und kann ich jetzt schon mal, da ich den ja jetzt schon aktiviert habe, schalte ich einfach mal den nächsten Fertigkeitspunkt frei. Stört mich ja nicht. Und genau, hier habe ich jetzt noch einen neuen freigeschaltet, den Kaktuskumpel. Das heißt, der hat jetzt 11 Punkte. Und dann kann ich einen kleineren Kaktuskumpel, der hier unten steht, den kann ich dann verschrotten. Und natürlich auch hier die anderen kleinen schon mal wegmachen. So, und damit kann ich die Spinnenseele noch um ein weiteres verbessern. Jawohl. Plus 2 Bohrer. Naja, nicht so wichtig. Bevor ich jetzt gleich mit der Spitzhacke anfange, ihr seht schon, lange Vorrede. Eine Sache will ich nämlich noch testen. Mich interessiert an der Stelle, ob die Artefaktposition, die ich über Runix kaufe, ob die teurer wird, ob die nur einmal ist oder wie viele man über Runix dazu kaufen kann. Und dazu will ich nochmal gucken. Also, wie teuer ist letztlich so eine Artefaktposition? Also, es kostet knapp 9 Dollar. Beziehungsweise wenn man die hier kauft, 9 Dollar, je nachdem, wenn man große Pakete kauft, ein bisschen weniger, aber um die 9 Dollar kostet mich so eine Artefaktposition. Und da ich im Moment nichts Sinnvolleres sehe, wo ich die Runix tatsächlich ausgeben kann und möchte,
werde ich jetzt eine davon hinzufügen und mal gucken, ob das Ding teurer wird. So, ja, also es nimmt um 100 zu. Soweit gut zu wissen. Und jetzt kann ich mir natürlich mal anschauen, weil was für mich jetzt natürlich immer relevanter geworden ist, ist diese Freischaltfähigkeit, wobei die wahrscheinlich nicht unterstützt wird. Das heißt, der ungültige Schlossöffner sehe ich ja schon in dem Blau. Also es gibt hier Boni, das heißt, ich muss mir jetzt nur den richtigen raussuchen, um letztlich hoffentlich einen ungeduldigen Schlossöffner. Da ist keiner dabei. Da ist auch keiner dabei. So. Okay, da ist einer. Die verdorbene Wurzel hätte zumindest einen ungeduldigen Schlossöffner. Weil natürlich ansonsten will ich auch meine... der hat auch einen ungeduldigen Schlossöffner, ist aber auch nur 8. Weil natürlich will ich meine Glück der Blöcke und Schatzsucher und so weiter, die Sachen behalten. Auch reiche Mobs halte ich für sehr sinnvoll. Mal gucken, haben die sowas in der Richtung drin? Haben sie ohnehin nicht. Begleitersucher, der hat ziemlich viele auf die Boni da oben. Das lohnt sich nicht, die Fähigkeiten, weil die sind auch so stark genug, ohne dass ich diese Boni brauche. Deswegen ist natürlich so eine, also die verdorbene Wurzel ist auf jeden Fall sehr gut. Auch Spitzhattenanzünder und Begleitersucher, das sind nette Sachen. Also rüste ich die mal noch mit aus. Und ja, mehr kann ich jetzt nicht ausrüsten. Dann weiß ich auch soweit. Das, dann wisst ihr auch, also die Runix, also die Positionen werden dann auch noch teurer. Aber so habe ich jetzt insgesamt 5 Artefakte, die ich parallel ausrüsten kann. Das ist schon mal eine ganz gute Sammlung. So, und jetzt, wie funktioniert das Ganze? Weil mein Problem ist ja, ich kann hier hacken, wie ich will, bis da mal ein so ein Block weggeht, das dauert und ich kriege die Spitzhackenfähigkeit nicht aktiviert. So, das Besondere, gerade bei der Spitzhacke, ist ja eben, dass sie mir mehr Picks bringt, erhöht die Picks, die du vom Picken bekommst. Haha. Also auch so ist sie relativ schnell. Aber ihr werdet gleich sehen, also im Moment ist sie 1, dann kommen 3 Nullen und dann 1449. Ihr werdet sehen, dass die Zahl gleich viel, viel größer wird, und zwar, wenn ich das Ding aktiviert habe. Weil die Sache ist, so wie ihr es seht, also wenn ich jetzt einmal gehackt habe und der Block, der im Hintergrund weggeht, wird für die Spitzhacke als Aktivierung für die Fähigkeit gezählt. Das war auch schon so bei den Dynamitsachen. Wenn ich die geworfen habe, werden die auch alle immer gezählt. Und das Gleiche trifft aber sogar auf den Bohrer zu. Also ich werde die Aktivierung jetzt mit dem hier machen, in Kombination mit der Feder, werdet ihr gleich sehen, weil die erste Ladung reicht noch nicht, um die Spitzhackenfähigkeit zu aktivieren. Aber ihr seht, er kommt deutlich über die Hälfte. Das heißt, ich bin jetzt in der Lage, tatsächlich die Spitzhackenfähigkeit zu aktivieren. Dann jetzt noch die Tränke dazu. Das heißt, ich habe jetzt im Moment eine Wahrscheinlichkeit von irgendwie 80-90% kritischen Klicks. Deswegen seht ihr jetzt nur kritische Klicks plus PPS-Bonus. Das ist der blaue. Also der zweite ist der PPS-Bonus. Der erste ist der Crit-Klick. Und der pinke, der dritte Trank ist nochmal eine Kombination auf alles. Das heißt, da wird Crit klicken, PPS-Bonus und noch 2 andere Boni, die jetzt nicht so wichtig sind an der Stelle. So, jetzt lasse ich den noch zu Ende laufen. Und jetzt habe ich natürlich vorher nicht nachgeschaut, wie hoch jetzt tatsächlich meine Picks waren. Aber ich denke, ihr habt gesehen, dass die mit Sicherheit über die 120, 130 gestiegen sind. Und da ich ja ohnehin nicht mehr die Kisten benutze, also nicht vorhabe, hier über die Dinger zu gehen, sondern eben über das Boss-Farming. Hier kann ich jetzt gleich schon mal den nächsten Boss starten. So, damit habt ihr dann den zweiten. Der ist ziemlich entspannt, weil der ist normalerweise ziemlich schnell schaffbar. Am Anfang sieht es ein bisschen knapp aus, weil er letztlich nur so viele von diesen Monstern herbeiruft, dass man gerade so mit dem Zeitbalken zurechtkommt. Aber zum Glück dreht er nachher ein bisschen am Rad, so wie jetzt. Und dann kriegt man genug Boss oder genug von diesen Mobs, um ihn zu machen. Genau, Gorg Life 2, Supercode. Muss ich gleich mal testen. Gorg Life 2, weiß nicht, ob ich den schon hatte. Weil ich glaube, Gorg Life 7 oder sowas hatte ich schon. Also mal gucken, ob der Code funktioniert.
Das Problem ist nur, den schnell genug mitzubekommen und sich dann auch in der Schreibweise korrekt zu merken. Also Code eingeben. Quark, ich glaube mit F, und das war jetzt die 2. Ja, also die 2 war schon die Zahl, die ich schon verwendet habe. Also wie gesagt, ich denke, dass jeder von den Bossen ein so ein Ding hat. So, und da kommt auch schon gleich die nächste. Das heißt, Flashclops und Gorg hatten wir jetzt. Jetzt kommt als nächstes die Hexe. Und dann, ja, 30, 31 Milliarden ausgegeben. Jetzt werde ich die Spitzhacke wechseln, weil ich ja mit der nicht in der Lage bin, hier irgendwie großartig Blöcke einzubauen, abzubauen. Und zwar auf meine Lieblingsspitzhacke, die Creeper-Spitzhacke. Und da kommt auch schon der erste Creeper. Natürlich, sie lockt ja welche an. Und dann geht das ruckzuck hier die nächsten 100 Blöcke voll zu machen und gleich mit dem nächsten Boss zu starten. Das heißt, bis ich 4 Bosskämpfe letztlich erledigt habe, weil mit den 120 Milliarden ist es ja kein Problem, bis dahin ist auch die Spitzhackenfähigkeit wieder zurückgesetzt. Deswegen, so, jetzt müsst ihr aufpassen, weil nämlich hier, ihr müsst euch diese Lichterchen merken und dann in genau der richtigen Reihenfolge draufklicken, um sie dann platt zu machen. Und das ist jetzt eine nette Funktion, also auch hier wieder aufpassen, finde mich im einfachsten Biom. Okay, das dürfte dann wohl die Wiese sein. Und jetzt sofort gucken, weil kaum, dass die Bälle erscheinen, so, jetzt muss ich überlegen, rechts, links, okay, war verkehrt, es war unten das Rote, weil das Ding geht nämlich sofort los, finde mich in einem Ort ausbrechen, das heißt, es dürfte der Vulkan sein. So, oben, rechts, unten, links und wieder rechts, oben, links, unten, rechts und wieder rechts. So. Also eigentlich müsste das nur zweimal geschafft haben, dann geht es ganz gut. So, mal gucken, was diesmal drin ist. Also ihr seht, es sind auf jeden Fall mehr Blöcke drin. Eben einmal normalerweise eins, was zu den Bossen gehört und ja, hier in dem Fall wieder ein kritischer Treffertrank. Und so, als nächstes kommt der Maulwurf. Dann haben wir den auch schon beisammen. Mal gucken, wer würde dann noch fehlen. Dann fehlt bloß noch der Schlammtyp. Der ist auch aus meiner Sicht der umständlichste. Also der, der mir auf jeden Fall am wenigsten zusagt. So, ach ja, ich muss jetzt wieder ins letzte Biom, weil auch hier gelten wieder nur die Blöcke im letzten Biom. Und das heißt, bis wir alle Bosse einmal durch haben, wird letztlich auch die Spitzhackenfähigkeit wahrscheinlich schon wieder zurückgesetzt sein. So, hier ist es eigentlich nicht sinnvoll, dass dieser Prestige-Dings aufleuchtet, weil ich gar nicht genug Picks zusammen habe. Das ist ein bisschen schade. Es sollte echt nur aufleuchten, wenn man im letzten ist und die richtige Spitzhacke hat und dann auch genug Picks hat, weil sonst, ich finde es immer ein bisschen nervig, wenn die Dinger aufleuchten und man eigentlich gar nichts anstellen kann. Also, zum nächsten Boss. So, der Herr Maulwurf. Die rote Mütze ist schon ziemlich wichtig, weil ohne die roten Mützen wird es schwierig, das Ganze rechtzeitig zu schaffen. Also einmal dem Maulwurf ein paar auf die Mütze geben. Aber vor allen Dingen hoffen, dass bald eine rote auftaucht, weil sonst wird es halt ziemlich knapp. Es ist nicht unmöglich, also man kann es auch knapp mit den blauen zumindest schaffen, wenn man genug davon erwischt. Mal gucken. Okay, da ist eine rote Mütze gewesen und damit gleich den Boost zum Schluss. Und das war's. So, mal gucken, haben wir was Sinnvolles dabei. Also, klar, wieder die Maulwurfsachen, ein Chaosfragment, ein Schaf. So soll das sein. So, und natürlich kommt Mr. Schlammprotz als nächstes. So, ja, da werde ich dann auch gleich meinen Klicker verwenden, aber erstmal wieder 30 Milliarden ausgegeben, also Schlammi. So. So, mit dem heißt es Tennis spielen. 1, 2, 3 und dann ihm den Finger auf die Wunde legen. So, jetzt brauche ich bloß noch einen zweiten Durchgang. Und dann ist er erledigt. So. Noch eine Sache, wenn ihr bei den Bosskämpfen in irgendeiner Form scheitern solltet, also das heißt, dass ihr es nicht in der Zeit schafft oder was auch immer halt schief gelaufen ist,
Kein Problem. Ihr müsst dann nicht 3 Stunden warten, sondern ihr müsst dann nur noch mal 100 Blöcke abbauen. Genau, da kommt jetzt wieder der Meatloaf, der Fleischklops kommt dann wieder. Den habt ihr gleich am Anfang schon gesehen. So, damit sind wir einmal alle durch. Also ein bisschen Variation, wie gesagt, gibt es in der Reihenfolge, dass die sich abwechseln. Zuerst dachte ich, die kommen immer in genau der gleichen Reihenfolge, aber es hat nicht ganz zusammengepasst, weil ich doch unterschiedliche Trophäen habe. Also auf jeden Fall ist es noch nie vorgekommen, dass das gleiche Monster nochmal gekommen ist. Das heißt, es kommt dann sozusagen eins von den anderen Vieren. Und ja, soweit für heute. Also der ist jetzt noch am Rödeln. Das heißt, der hat jetzt 1000 Sekunden schon mal geschafft. Und ja. Also es wird noch eine ganze Weile dauern, bis ich hier das erste Mal einen von diesen Maschinen kaufen werde. Ich weiß nicht, ob bei anderen, also ob hier auch dieser Abzug gilt, diese 10% weniger. Das heißt, ob vielleicht normalerweise 25 bei euch da steht. Bei denen ist es zumindest eine ziemlich glatte Zahl. Da sieht es nicht so aus, aber es kann auch sein, dass bei euch 55 steht, weil bei mir die 10% durch die Rabattsachen abgezogen werden, also hier 10% weniger Kosten, was ich dort bezahlen muss. Das spart natürlich an der Stelle schon eine ganze, ganze Menge Zeit, wenn ich letztlich 2 Blöcke weniger akquirieren muss, 2 Stunden für die Produktion und 20 von diesen Scherben, die man da erstmal zusammenbekommen muss. Dieser Bypass mit dem doppelten Dynamit funktioniert auch mit der Spitzhacke, also mit diesem. Okay, da kann ich. Ich aktiviere es jetzt mal noch für die andere Spitzhacke. Also erstmal die Spitzhacke wieder wechseln. Das heißt, wir machen noch einen Durchlauf mit der Regenbogenspitzhacke. Das funktioniert auch grundsätzlich mit allen anderen Spitzhacken, aber bei vielen Spitzhacken ist es nicht sinnvoll. Weil das Problem ist, wenn ihr diese Spitzhacke zum Beispiel jetzt aktivieren würdet, die hat, die beschwört zwar zufällige Blöcke, aber ihr bekommt die Blöcke nicht kaputt. Das war vor allen Dingen spürbar bei der Chronos-Spitzhacke oder Teleport-Spitzhacke, weil es nützt mir zwar nicht, also es nützt mir letztlich nichts, wenn die Zeit zwar verlangsamt wird und ich das schaffe, aber am Ende nicht in der Lage bin, irgendeinen Block kaputt zu machen. Also von daher müsst ihr gucken, ob euch die Spitzhackenfähigkeit, ob es die sinnvoll ist zu aktivieren und ob die an sich schon Nutzen hat, auch wenn sie keine Blöcke zerstört. Und das ist bei der Regenspitzhacke auf jeden Fall der Fall. Also einmal die Fähigkeit gewechselt, damit ihr noch seht, wie das, dass das mit dem Bohrer ebenso funktioniert. Weil jedes Mal, wenn ihr eine Spitzhackenbewegung gemacht habt und der nächste Block wird angerechnet, deswegen funktioniert das auch mit dem Bohrer. Ich warte mal noch die paar Sekunden ab, damit ich dann alle Tränke wieder aktivieren kann. Dann kann ich euch noch mal die Werte für die Tränke schon mal zeigen. Also hier habe ich 86% kritische Treffer, dann hier ein Bonus von 35% für die PPS noch mal und hier ist wie gesagt der Sammeltrank aus der Endertruhe, noch mal 6% PPS Schub und 4% kritische Treffer. Ich weiß nicht, ob die additiv sind. Wenn, dann wären es jedenfalls bei 90% kritische Treffer. Deswegen tauchen da letztlich keine normalen Treffer mehr auf. Okay, Tränke sind fertig. Das ist auch alles soweit bereit. Also starte ich das Ding und lasse den schon mal laufen. Und ihr seht, jedes Mal, wenn der Bohrer einen der Blöcke durchbricht, steigt es als Zähler an. Und meine Bohrertätigkeit, ihr seht, die liegt bei immer noch 1 Minute jetzt. Lang genug. So, Spitzhackenfähigkeit ist aktiviert. Einmal die Tränke. Und dann kann es jetzt nochmal losgehen. Also wir waren jetzt bei 110 Milliarden. So, also das ist schon ganz ordentlich. Das heißt, also sind mehr, deutlich mehr als 100 Milliarden auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, ich habe ja gesagt, so 120, 130 sind inzwischen möglich mit den ganzen Boni, die ich da zusammenbekomme. Und vor allem natürlich auch mit dem Bonus der Bossmonster. Also tatsächlich über 120 Milliarden. Die Monster hier zu killen ist nicht relevant, weil letztlich habe ich im Moment keinen Vorteil davon, Blöcke zu killen oder beziehungsweise Blöcke einzusammeln, weil hier ist alles auf Maximum. Und die Blöcke selber, wenn die zerstört werden, bringen keinen Pick-Bonus. Also da ist es, ich weiß nicht, warum es eigentlich keinen Zusammenhang zwischen diesen beiden Elementen gibt, dass die Spitzhacken schwingen oder beziehungsweise das PPS, also das Picks pro Sekunde, unabhängig davon läuft, ob man in der Lage ist, Blöcke zu zerstören oder nicht.
Da fände ich es auch schöner, wenn es eigentlich eine Kopplung zwischen beiden gäbe, aber ist halt nicht. Also soweit. Gut, hier habe ich noch einen Artefakt zum Wegwerfen. Und mal sehen, wie lange es halt noch dauert, dann bis Stufe 7, bis Stufe 25 zu kommen. Also 9 Level noch. Für das nächste sind jetzt wieder 196 notwendig. Also, das wird noch ein bisschen dauern. Ihr könnt euch also ans Boss-Farmen machen. Ab dem Zeitpunkt, wo ihr auf jeden Fall die Regenbogen-Spitzhacke habt, denke ich, sollte es kein Problem sein, die Bosse durchgängig zu farmen. Zumindest mit meiner Konstellation mit Prestige Level 30 oder über 30 geht das auf jeden Fall. Also, soweit von Pickkräfter für heute.